Ein freundliches Guten Tag und Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu Europa Universalis 3. Das ist jetzt sozusagen, das schiebe ich vor. Also nicht wundern, das Spiel geht weiter gleich, beziehungsweise geht gleich los. Ich habe hier als Minamoto angefangen, aber das werde ich nachher noch erklären. Ich werde euch nachher sogar nochmal begrüßen, weil ich zu faul bin zu schneiden. Ich wollte euch nur Bescheid sagen oder warnen in diesem Teil, dass das Spiel nicht so lange geht und dass das jetzt halt nicht ein erstklassiges Spiel ist. Jedoch, einige wird es vielleicht eventuell euch erfreuen, wie ich am Verkacken bin. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran und ja, viel Spaß. Ein freundliches Guten Tag und Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu einer Folge von Europa Universalis 3. Und ich habe dieses Spiel gesponsert bekommen von... Oh. Ich meine Iron William. Hier, seht ihr den? Iron William. Ich habe mir nur ein paar DLCs gekauft und will das jetzt mal anspielen. Spielt direkt als Asiate, als Minamoto. Ich hatte das schon mal angefangen. Leider nicht so erfolgreich, aber ich bin guten Mutes, dass ich diesmal zu einem weitaus besseren Ende kommen werden lassen werde. Ich habe 6 Stunden gespielt, also ich habe es auch nur gespielt, um es anzutesten, um euch ein paar Sachen zeigen zu können, um halt nicht total zu fehlen, um alles durchlesen zu müssen und wie auch immer, damit ihr auch Spaß am Spiel habt und beim Zusehen. Ich werde aber alles filmen und falls es euch nicht gefällt und ich die nächste Folge doch nur die interessanten Teile zeigen soll, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn nicht, dann werde ich das, wie gehabt, wie ich das diese Runde machen werde, weiter so führen. Zu dem Spiel. Das Spiel beginnt im Jahre 1399 am Freitag, den 14. Februar. Ich habe noch keinen Tag gespielt, ich habe einfach nur hier Minamoto gestartet. Wie ihr seht, er spielt in Japan. Ich kann auch nur so einen Teil dieser Welt sehen. Der Rest ist noch nicht entdeckt, das muss ich später eventuell noch machen. Ich weiß gar nicht, ob das als Japaner überhaupt geht. Ich hoffe es, weil das ist eigentlich mein Ziel. Ich will Japan gründen und dann am Festland etwas machen und dann eventuell versuchen, in eine neue Welt zu kommen. Aber mal schauen, wie es wird. Ich weiß es noch nicht. Weil ich weiß überhaupt nicht, ob ich Kolonisten bekommen kann. Als Christ geht das ja. Eventuell muss ich Christ werden, bevor ich das mache oder irgendwie sowas. Ich weiß es halt noch nicht. Muss ich echt nur einfach mal schauen. Am Anfang habe ich auch gemerkt, so groß auf Militär bringen, bringt es in Japan nichts. Man muss das ein bisschen mehr auf die diplomatische Schiene machen. Also, ich werde jetzt erstmal hier Staatsehen verteilen, um halt mich ein bisschen hier zu stärken. Staatsehe verbessert, Staatsehe erweigert sich. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich werde jetzt auch mal ein paar Händler verteilen gehen und die alle nach Nanjing schicken, da dies am günstigsten ist und am erfolgversprechendsten, also göttlich her. Dann werde ich noch ein paar Berater einstellen, bevor ich jetzt großartig weitermache. Den Ruf muss ich jetzt nicht verbessern. Verstärkungsgeschwindigkeit, das bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Das sind eigentlich alles Sachen, die ich nicht so brauche. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier was bekomme, ein bisschen davon, ein bisschen davon und ja. Ich würde am besten einen Nahkampfgeneral haben, um meine Nahkampfwerte zu verbessern, beziehungsweise einen Landtech. Aber gucken wir jetzt erstmal, was habe ich nochmal. Inflation, auf jeden Fall sehr wichtig. Und Tech sind halt Scheißberater. Ich muss die später austauschen, aber besser gerade erstmal als gar nichts. Zinsen habe ich keine. Nationaler Steuermodifikator, den nehme ich mal auch, bringt mir zwar Geld, kostet aber auch Geld. So. Dann werde ich das Geld gerade mal auch nur so hoch machen, dass ich
ausgeglichen bin. So. Und den Rest alles auf Stabilität. Obwohl, ich könnte eigentlich auch komplett auf Stabilität gehen. Das würde mir, glaube ich, gerade mehr bringen. So. Das kann ich ja ein bisschen machen, weil ich habe ja die Inflation ein bisschen senken. Habe ich ja extra den Berater für geholt. Und weiter geht's. Jährliches Prestige. Ich habe gemerkt, das wird zu einer Rebellion führen und das bringt mir dann im Moment gar nichts. Weil die Rebellion kann ich nicht niederschlagen mit den 4000 Mann, die ich besitze. Und das ist dann halt nicht so gut. Würde mir aber Prestige bringen. Und Prestige ist eigentlich recht geil. Ja, okay, mache ich doch. Muss ich dann aber Truppen rekrutieren. Das kostet mich auch wieder Geld. Für ein bisschen Prestige. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Was ich aber machen kann, ist später das hier. Und die steuerlichen Modifikator bringt mich auf jeden Fall sehr viel was. Und ich kann jetzt mal erstmal hier Bündnisse erschaffen. Zack, zack, zack. Ich könnte jetzt nochmal eine Staatsehe anbieten. Weigert sich, eine Staatsehe zu machen. Immer noch. Na, 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 na. Der ist aber ein bisschen zickig. Er hat 8000 Mann. Da muss ich mal echt mal gucken, wie das funktioniert. 7000 Mann. Ah, ich glaube, ich sollte doch mal lieber ein paar Truppen bauen. Ja, wunderbar. Hier die Stabilität. Komme ich jetzt mal gleich zu. Ich baue kurz nur ein paar Truppen. 8000 Mann. Um mich auf jeden Fall zu verteidigen. Jetzt habe ich hier was auf Spanisch oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Entweder Spione erhalten, die brauche ich nicht, oder Prestige. Ich entscheide mich lieber für Prestige. Gucke jetzt aber mal ganz kurz unter die Nachrichteneinstellungen ein. Nein, das sind Grundeinstellungen. Ah, das will ich jetzt gerade gar nicht, das interessiert mich nicht. Spieleinstellungen. Spiel. Das Spiel ist doch auf Deutsch eingestellt, oder nicht? Na, werden wir mal später sehen. Und dann werde ich hier mal mir meine Steuern reinhauen. Mache ich aber gleich. Ich warte noch kurz, bis ich hier diese Staatsehe habe. Weil die Staatsehe ist recht wichtig für mich, was ich vorhab. Wunderbar, hat funktioniert. Ich werde auch noch warten, bis mein Einfluss gestiegen ist. Es gibt weniger als 2 Daimios. Okay. Ich muss auf jeden Fall dann ein paar Daimios auslöschen. Also den Taira eventuell, den und die Fujiwara oder wie auch immer. Hab jetzt noch ein bisschen Geld bekommen, hab noch ein bisschen Geld bekommen. Verliere jetzt ein paar. Oh. Na Moment, was haben wir denn hier? Diplomatisches Geschick hier. Bringt genau dasselbe wie meiner. Ne. Ist nichts bei, was ich brauche. Immer mal kurz mal reingucken, würde ich euch empfehlen, wenn ihr das auch macht. Wunderbar, der Shogun-Einfluss ist stark gestiegen. Der nationale Steuermodifikator ist erhöht. Und jetzt machen wir das hier wahrscheinlich gleich auch noch. Machen wir noch ein Bündnis mit denen, dann machen wir nicht. So. Ach scheiße, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell.
Das habe ich jetzt nicht das eine mit zu Ende gelesen und jetzt werde ich auf jeden Fall meine Landtruppen verbessern. Nee, meine Regierung, genau. Regierung, Land und das war's. Geld kriege ich ja trotzdem rein. Und das hier könnte ich auch machen, aber ich warte noch ein bisschen. Weil das macht mir einen schlechten Ruf und das will ich jetzt gerade nicht unbedingt. Ich könnte hier einen Krieg erklären, habe aber keinen Kriegsgrund. Warum ich das hier eben die Staatsehe unbedingt wollte, ist das hier. Ich könnte später eventuell ihm seinen Thron beanspruchen. Und wenn ich das machen kann, dann habe ich einen Kriegsgrund, was wunderbar ist. Und ich werde jetzt auch erstmal Händler wieder weiter vergeben. Mal gucken. Nein. Genau so. Wo habe ich die höchste Anzahl? 70%. Hier habe ich aber nur 50%, kann aber dafür zwei Dinger schicken. Aber keine Plätze mehr frei. Ja, dann schicke ich einfach mal was nach Kyoto. Mal einfach alle Händler. Hat mich jetzt ordentlich was Geld gekostet, aber ich hoffe, dass mich das was wenigstens was bringt. Fahnenflucht anstacheln. Nee, das bringt mir alles nichts. Kostet nur Geld. Unterhalt für meine Armee kann ich minimieren. Also ich warte wieder ab, bis mein Shogun-Einfluss erhöht ist. Und dann kann ich das wieder machen, weil das halt hier die Dingens sinkt. Die Beliebtheit. Und das muss ich natürlich extrem drauf aufpassen. Bei ihm ist mir das egal. So, jetzt mache ich Garantie proklamieren, was mir natürlich auch wieder Beliebtheit bringt. So, wunderbar. Wie gesagt, er ist mir egal, ich will auf jeden Fall ihn hier vernichten. Ich könnte mich jetzt mit den Taira verbessern. Will ich das überhaupt? Ja, können wir mal machen. So. Korea schickt eine Warnung und bla bla bla, das ist nicht so wichtig. Diplomaten. Und was kriegen wir jetzt eigentlich für ein Handelseinkommen? Fast nichts. Das hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Eine persönliche Besitzung oder Schuldner meinte. Sie müssen bezahlen. Stabilität minus, was nicht so gut ist. Wir vergeben ihm einen Teil, was Prestige bringt. Vergesst das Geld. Mich würde das, ich glaube, wieder mehr Geld kosten, als es mir bringt. Also ist mir das egal. Nagato ist eine Entscheidung verfügbar. Bescheuert. Solche Entscheidungen sind einfach in der Regel nur Mist. Aber was man machen kann, ist hier die Sachen hier. Das habe ich letztens gesehen. Das bringt mir hier Kultur, Legitimität und Revoltenrisiko wird gesenkt. Und das bringt mir einfach nur Kultur. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber Kulturtradition ist nicht schlecht. Wir haben insgesamt zwei Flotteneinheiten. Ah, da haben wir zwei Schiffe. Okay. Ich
Ich glaube, die kosten mich ja nichts, ne? Ne, dann kann ich sie auch behalten. Wenn sie mich Geld kosten würden, dann würde ich das nicht mehr tun. Das könnten wir natürlich machen. Wir könnten einen Anspruch erfinden, um dann hier Krieg zu führen. Wir haben aber ca. 50% Deckung, blablabla, beziehungsweise 60% Erfolg und 50% Deckung. Machen wir mal. Erfolglos und blieb unentdeckt. Dann werden wir das später nochmal probieren. Jetzt können wir erstmal Schwertjagd machen, was natürlich jetzt hier auch ein bisschen Minus bringt, aber mehr Steuern mehr bringen. Und das ist mir gerade wichtiger. Kulturtradition, die Nachrichten sind jetzt irgendwie alle auf einer anderen Sprache, was ich nicht so schön finde. Aber egal. Was bringt mir das? Stabilitätskosten. Rüstungskammer. Lokale Handelsmodifikator. Steuern. Das hier wäre wichtig. Produktion brauche ich dafür. Bin jetzt gerade aber Regierung und Land am Tecken. Ja, ist okay. Noch ein paar Spione. Können wir das nochmal machen? Uns fehlt das. Wow. Es war nicht meine Absicht. Okay, jetzt müssen wir Schwertjagd machen. Das sind 10 Kerle. 9 Regimenter und einmal Kavallerie. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Wir müssen jetzt noch ein paar Truppen rekrutieren. Ich hätte aber auch gern Kavallerie dabei. Und nicht nur Infanterie, weil er hat auch Kavallerie. Und das sollte dann nicht so gut sein, wenn ich dann dagegen marschiere. Okay, so, jetzt habe ich Geld bekommen. Söldner ausheben, Kavallerie. Jetzt noch erstmal komplette Armee bezahlen. Und die Startkasse wieder auf 0. Und jetzt wieder ein bisschen investieren. Dann könnte ich auch noch. Genau, ein Herrscher zum General machen. Dann ist es auf jeden Fall verstärkt. Und jetzt gucken wir mal, wie das ausgeht. Es vernichtet, müssen jetzt nur noch kurz belagern. Was? Nein, man ist angekommen. Also Tyra wollen doch sehr gut mit mir stehen. Was ist jetzt hier wieder verfügbar?
Nee, das behindert. Ich könnte das jetzt auch eigentlich stürmen. Aber es wird jederzeit kapitulieren, steht da. Mauern durchbrochen. Lebensmittelknappheit. Also wenn die Mauern durchbrochen sind, könnte ich auch stürmen. Verteidiger desertieren. Jetzt muss ich die Mobilmachung sozusagen erstmal wieder entfernen. Das kostet nicht so viel Geld. So. Ach genau. Berater können wir mal nachgucken. Nicht wirklich was da. Monatliche Stabilität, das bringt mir jetzt null. Kann nicht beeinflussen. Ah, ist doch ärgerlich. Spion und Magistrat. Jetzt können wir unsere Kultur wieder erhöhen. Die braucht man ja eh nicht sonst. Jetzt könnten wir aber auch nochmal gucken. Nochmal einen Anspruch fingieren. 51%. Kann man sowas nicht steigern? Durch irgendwas. Eventuell hier was von. Nee. Machen wir einfach mal. Er wurde entdeckt. Wahrscheinlich. Sie vertrauen uns ein klein wenig. Also es kostet hier 40. Mal gucken, ob ich das nochmal machen kann. Na, ich würde schon gern Anspruch darauf haben. Oh, stopp, stopp, stopp. Wir haben einen Krieg von Rückeroberung Grund gegen Tyra. Volle Annektierung, Eroberung von Omi. Omi? Gut, jetzt habe ich einen Grund gegen Tyra. Das ist sehr gut, da mich dann meine Verbündeten wahrscheinlich mich unterstützen werden. Wie viele Soldaten kann ich ausheben? Noch einen. Das werde ich auch direkt tun. Regimenter, Langbogenschützen. Jo, aber ich werde schon vorher angreifen, weil sowas kann...
Scheiße. Ich habe jetzt so einen hohen Shogunatswert, das ist natürlich großes Kaka. Jetzt beleidige ich dich noch. Ich beleidige dich nochmal. Nein, nein, nein. Oh. Ja, Moment. Ein Nasmitglied von mir. Ja, das ist mir jetzt nicht so schlimm. Wie kriege ich diesen Wert jetzt wieder runter? Ah, geringes Prestige. Das ist geil. Wenn ich minus Prestige habe. Oh. Oh, mein Ruf ist auch am Arsch. Nee, Stabilität opfere ich nicht dafür. Ich zahle lieber noch ein bisschen Prestige. Was mir gerade hier sogar sehr hilft. Ich muss nur nachher gucken, Prestige wiederzubekommen. Also ich werde das jetzt hier nicht... Moment, jetzt gucken wir erstmal. Ein Krimineller, der kürzlich einen Hahn verhaftet... Was? Der kürzlich in eurem Hahnhaus, meinen sie wohl, wahrscheinlich verhaftet wurde, hat ziemlich viele Anhänger unter den Bauern gewonnen. Eine Freilassung... Einfluss als Shogun. Also wie viel brauche ich nochmal? Okay, das kann ich gleich machen. Dann würde ich mir darauf auf 10 wiederkommen direkt, ne? Nur ich muss warten, bis ich mindestens 74 habe, um das halt schnell zu senken. Da muss ich mir kurz aufbewahren. Nein! Ich habe ihn geköpft. Ja, das ist jetzt doof. Ich will es ja senken. Ich habe auch Prestige verloren. Ne, hier, Einfluss. Wunderbar. Eine Rückeroberung. Alliierte werde ich noch nicht holen. Oder? Doch, mache ich. Direkt draufstürmen.